Eine neue Generation der Mercedes-Benz S-Klasse tritt ab 1979 die Nachfolge der Baureihe 116 an. Sie umfasst zunächst 7 Typen und wird ab 1981 um eine Coupé-Ausführung ergänzt. Die neue S-Klasse der Baureihe 126 symbolisiert eine Zeitenwende im Automobilbau und macht deutlich, dass die teils noch recht barocke Formgebung der 70er Jahre nun ein Ende hat. Trotz anfänglicher Kritik entwickelt sich der 126er zum Erfolgstyp. Deutlich im Vordergrund stehen bei der neuen Oberklasse-Baureihe Maßnahmen zur Einsparung des Kraftstoffverbrauchs. Erreicht wird das durch den Einsatz von Leichtbaumaterialien sowie der im Windkanal optimierten Karosserie. Es sind übrigens 2 Varianten verfügbar. Neben der regulären Limousine gibt es traditionell die Langversion mit um 140 mm verlängertem Radstand. Die Motorenpalette der S-Klasse reicht zunächst vom 2,8 Liter Sechszylinder-Vergasermotor mit 156 PS bis zum 5 Liter V8 Leichtmetallmotor mit Benzineinspritzung und 240 PS. Im Rahmen des Mercedes-Benz Energiekonzepts zur Verbrauchs- und Schadstoffreduzierung werden 1981 beide V8-Motoren erneut gründlich überarbeitet. Erstmals in einem Mercedes-Benz-Pkw ist eine elektrische Sitzverstellung erhältlich. Der hochwertige und geräumige Innenraum ermöglicht komfortables Reisen auf allen Sitzplätzen. Unterschiedlichen Körperformen trägt außerdem eine Gurthöhenverstellung Rechnung. Im Bereich passive Sicherheit bricht 1991 ein neues Zeitalter an. Die ersten Airbags werden in der S-Klasse eingebaut. Neben Gurtstraffern und ABS gehören sie bald sogar zur Serienausstattung. Das ist für mich der Gipfel der Sicherheit. Bei einem Frontalaufprall macht es und in 30 Millisekunden bläst es sich auf. Ein überarbeitetes Typenprogramm stellt Mercedes-Benz erstmals 1985 vor. Neben kleinen optischen Maßnahmen steht die Motorenpalette hier eindeutig im Vordergrund. So löst der Typ 420 SE den bisherigen Typ 380 SE ab. Der mit Katalysator 204 PS starke V8-Motor kommt auch im SEC-Coupé sowie im SL Roadster zum Einsatz. Spektakulärste Neuheit des Jahres ist zweifellos der 560 SEL. Sein 8-Zylinder mit 272 PS macht ihn zum bisher stärksten in Serie gebauten Personenwagen von Mercedes-Benz. Ein Dreiwege-Katalysator gehört ab 1986 zur Serienausstattung jeder S-Klasse. Die letzten Varianten der 126er S-Klasse-Limousinen verlassen im Herbst 1991 das Werk in Sindelfingen. In die Unternehmensgeschichte geht die Typenreihe ein als erfolgreichste Oberklasse-Baureihe aller Zeiten. Insgesamt verlassen 818.036 Exemplare das Werk in Sindelfingen.